Los geht's. Genau. Als erstes nochmal der Hinweis, wenn man MATLAB benutzen möchte, wo findet man das überhaupt? Und dafür gehe ich nochmal ganz kurz in meinen Browser. Und da gibt es eine Seite th-wilder.de/matlab. Und unter dieser Seite findet man ja relativ viele Informationen. Wir haben ja relativ viel zusammengepackt, müsste man vielleicht auch irgendwann wieder mal entschlanken oder entschlacken. Aber wichtig ist hier, es gibt einen Link zu einem MATLAB-Portal. Der ist einmal hier auf der Seite, der kommt hier unten aber auch nochmal, der Link zum MATLAB-Portal. Und dort kann man sich mit seinen TH-Wilder-Benutzerdaten selber einen separaten MATLAB-Account anlegen. Also es geht leider nicht, das bietet MathWorks noch nicht an, dass wir direkt mit unseren Nutzerdaten dort auf die Sourcen zugreifen können, sondern wir können mit unseren Nutzerdaten dort einen extra Account erstellen und die können dann quasi mappen, dass dieser Account von der TH Wildau mit der Campus-Lizenz verknüpft ist und dann hat man Zugriff über das Portal zu der ganzen Software. Ist aber wirklich relativ einfach, geht ganz schnell. Wenn man dann aber einmal MATLAB installiert hat, kann man aus MATLAB heraus alle möglichen weiteren Add-ons, Toolboxen und so weiter installieren. Also man hat diesen Aufwand nur einmal. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, wir haben auch einen direkten MathWorks-Support. Der ist auch sehr umtriebig und die antworten auch auf jede Anfrage. Also dort dann einfach melden, wenn es da Probleme gibt. Bisher haben wir aber alles, was so an Feedback zu mir gegangen ist, haben wir immer alles irgendwie lösen können. Genau. Das kurz, wo kriege ich das her? Das Beispiel, was ich heute kurz aufbauen möchte, ich fange auf einer leeren Wiese an und möchte einfach gar nicht zu tief jetzt irgendwelche Funktionalitäten zeigen, sondern eher verschiedene Möglichkeiten, wie ich Funktionen in MATLAB modellieren kann. Ich sage auch gleich nochmal, welche Toolboxen wir da benutzen. Von dem Setting her, wo wir es, wenn ich mal wir sage, wo wir es einsetzen, ist in unserer digitalen Lernfabrik, den Wildau Maschinenwerken. Das ist unsere interdisziplinäre Lern-, Forschungs- und Transferplattform, wo ganz viele Studiengänge, viele Kollegen gemeinsam versuchen, am Beispiel einer Truckmanufaktur, das sind so 1 zu 14 Modelle, zeichne ich noch ganz kurz, versuchen wir alle möglichen Szenarien eines echten Automobilunternehmens über verschiedene Studiengänge hinweg zu leben und weiterzuentwickeln. Und dort benutzen wir unter anderem im Bereich der Fahrerassistenzsystementwicklung, also wenn es darum geht, wie können wir unsere Trucks und Trikes autonom fahren lassen, autonom bremsen, autonom Spur halten und ähnliches, autonome Einparkfunktionen. Wie können wir das mit MATLAB und seinen Toolboxen, in dem Fall Simulink, Stateflow und vielen, vielen weiteren Toolboxen, wie können wir das bewerkstelligen? Ich gehe jetzt aber nicht nochmal auf die Wilder Maschinenwerke ein. Da kann sich jeder selber unter th-wilder.de/wmw ja, noch Eindrücke verschaffen oder folgt uns auf Instagram. Da gibt es alle möglichen Informationen. Das ist aber nicht Thema des heutigen Events, sondern eher, wie benutzen wir Simulink, Stateflow und so weiter. Genau. Eins vorweg, die Funktion, die ich modellieren will, damit wir so ein bisschen von dem gleichen Kontext reden. Was ich jetzt zeigen will, ist, wie viele verschiedene Wege man allein mit Simulink und Stateflow schon hat, um Funktionen zu modellieren. Und die Funktion, um die es geht, wird eine Bremsfunktion sein. Wenn ich als Fahrzeug eine autonome Bremsfunktion implementieren oder ja, am Laufen haben möchte, dann muss ich als Fahrzeug immer auch wissen, was passiert um mich herum. Und in unserem Fall ist das, wenn ich eine Bremsfunktion machen will, brauche ich einen Sensor, der nach vorne funktioniert. Da gehen alle möglichen Sensoriken, das kann Ultraschall sein, das können Kameras sein, 3D-Kameras, Laserscanner, Radar, also vieles, vieles ist da möglich und heutzutage auch schon auf den Straßen unterwegs. Wir benutzen hier bei uns in den Wilder Maschinenwerken ja, Laserscanner, das sieht man hier oben. Wir benutzen aber auch Ultraschall, 3D-Kameras und so weiter. Und in dem Beispiel heute benutzen wir eine 3D-Kamera auf einem Fahrzeug. Hier mal nur schematisch eins unserer Trikes dargestellt in einer kleineren Ausbaustufe. Dieses Fahrzeug misst den Abstand nach vorne mit Hilfe einer 3D-Kamera. Und die Funktion, die wir umsetzen wollen, ist eigentlich ganz simpel. Wenn ein gewisser Mindestabstand unterschritten ist, sagen wir mal 30 Zentimeter, ich nähere mich einem Objekt auf kleiner 30 Zentimeter quasi, dann möchte ich, dass das Fahrzeug automatisch eine Bremsnachricht, ja, quasi absetzt an seine Aktoren, an seine Bremse und entsprechend anhält. Ja, also relativ simpel, ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip und das wollen wir heute verwenden. Genau. Ich gehe mal in mein MATLAB. Das ist quasi hier die Grundform. Wenn man MATLAB startet, dann sieht das ungefähr immer so aus. Das ordnet sich bei jedem anderen. Bei Kollegen Schwingerhoff weiß ich schon, da sieht es auch mal ein bisschen anders aus. Ordnet sich das so an, welche Modelle, welche Dateien, welche Skripte habe ich gerade offen, so im linken Bereich. Auf der rechten Seite sehe ich, was habe ich an Variablen im Workspace. Diese Variablen können durch Skripte hervorgerufen werden, die kann ich selber manuell anlegen, die können aus Modellen kommen.
MATLAB an sich von der Firma MathWorks, circa 30 Jahre her, dass sich MathWorks gegründet hat, ein Spin-off von der Uni. Und eigentlich war so ein bisschen wie SPSS oder R, sehr Mathematik-Statistik-lastig. Also man kann damit allein mit dem grundständigen MATLAB alle möglichen Matrizenrechnungen machen, einfach viel Mathematik, also einfach mal gezeigt, es funktioniert, ne? Also man kann Rechenoperationen machen, aber wir selber benutzen eigentlich weniger dieses MATLAB, sondern für uns ist es nur die Absprungbasis für die ganzen Toolboxen, die ganzen Funktionalitäten, die man dann noch hinzuladen kann. Diese sind alle in der Campus-Lizenz enthalten, weil es gibt über 100 Stück und viele von denen hängen miteinander zusammen, sind für verschiedene Bereiche gedacht. Es gibt Toolboxen, die sind für den Bereich Financing, Optimierung, es gibt Bildverarbeitungstoolboxen, autonomes Fahren Toolboxen, Data Mining, Deep Learning und so weiter und so fort. Und wir benutzen hier ganz klassische Toolboxen. Eine der wichtigsten ist hier bei Simulink. Simulink eröffnet uns die Möglichkeit, Funktionen grafisch zu modellieren in Zustandsautomaten oder in sogenannten Signalablaufdiagrammen und dort Funktionen anzulegen, Funktionsverhalten zu modellieren und dieses dann dort per Knopfdruck simulieren zu können oder noch weitergehend mit den entsprechenden Coder-Toolboxen aus diesen grafischen Modellen einfach per Knopfdruck Code zu generieren, der beispielsweise auf einer Hardware läuft, auf einem Fahrzeug läuft oder wo auch immer läuft, sodass ich nicht programmieren muss, wenn ich es nicht will, aber ich kann das auch miteinander mischen, gucken wir uns heute auch kurz an, wie das funktioniert. In den ersten Zügen auch alles relativ simpel und dann irgendwann wird es automatisch komplex, umso mehr man damit macht. Genau. Als erstes, Simulink als eine der Haupttoolboxen ist hier sogar im Hauptfenster mit verankert. Ist eine grundlegende Erweiterung als Toolbox, die man braucht, um viele, viele andere Toolboxen zu verwenden. Und ich möchte in diesem Beispiel heute wirklich auf einer leeren Diagrammfläche quasi anfangen und einfach mal zeigen, wie sowas aussehen kann, wie sowas funktionieren kann. Wenn wir jetzt so eine Bremsfunktion umsetzen wollen, dann funktioniert es auch hier nach dem uralten Informatikprinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und aus Gründen der Übersichtlichkeit benutze ich hier auch mal die sogenannten Areas, mit denen ich mir Bereiche im Modell strukturieren kann, ist einfach erstmal ohne weitere Funktion einfach nur ein Stück weit Optik und Usability und dem besseren Verständnis geschuldet, benutze ich die auch. Mit der rechten Maustaste, das sind geht alle Blöcke an, die man hier so hat, kann ich Blöcke hier in Simulink sehr leicht kopieren. Kennen wir aus den anderen Tools, geht in PowerPoint genauso, wenn ich da was mache. Und lege mir hier Bereiche an. Was ich noch für Funktionen dahinter verstecken, das zeige ich nachher noch, aber erstmal nur, dass wir ein bisschen Struktur drin haben. So, wir haben Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. In unserem Fall für die Bremsfunktion brauche ich im Bereich der Eingabe, brauche ich Informationen über den Abstand nach vorne, der von irgendeinem Sensor gemessen wird. Noch sind wir hier nicht mit einer Hardware verbunden. Ich fange wirklich mal ganz grob da an, wo man auch ganz alleine, ohne dass man irgendwelche Infrastrukturen drum hat, mit MATLAB was anfangen kann. Erstmal schaffen wir uns selber solche Daten. Um sowas zu erstellen, kann ich viele, viele vorgefertigte Blöcke benutzen. Diese Blöcke erhalte ich in dem Library-Browser und dort wird mir alles angezeigt, was ich quasi an Blöcken in Toolboxen, die ich installiert habe, sind hier etwas mehr, als man normalerweise hat, weil wir bei uns halt einfach viele Abhängigkeiten zu erweiternden Funktionen haben. Sehe ich alles, was hier verfügbar ist. Mindestens Simulink bietet mir hier viele, viele Blöcke aus verschiedensten Bereichen, mathematische Operationen, Signalattribute, alles mögliche, Eingangssignale, Ausgänge und so weiter und so fort. Und was ich jetzt brauche, um für mich einen Abstandswert in die Simulation quasi mit rein zu modellieren, dass wir auch einen Wert haben, mit dem wir spielen können, nämlich so einen Constant-Block, den ich mit verschiedenen Werten belegen kann, auch im Modell. Das heißt, Constant ist ja eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Sagen wir einfach mal, es ist eine Variable, der ich verschiedene Werte geben kann. Und diese Variable, damit wir das auch in der Übersicht besser haben, das ist jetzt für mich der Abstand, der nach vorne von meinem Fahrzeug gemessen wird. Ja, das ist jetzt hier, sagen wir mal, wir sind in Meter-Einheiten, das ist jetzt ein Meter, den ich hier angebe. Dann muss ich mir überlegen, im Bereich der Verarbeitung, irgendwie muss ich diesen Wert verarbeiten und wenn ich sage als Funktion, ich möchte eine Bremse auslösen, wenn ein gewisser Abstand unterschritten ist, muss ich jetzt irgendwie einen Algorithmus-Schritt einbauen, eine Funktionalität, die das prüft. Und das wäre hier relativ einfach. Ein Compare-to-Constant-Block heißt der. Den kann ich mir jetzt aus der Bibliothek holen oder weil ich es zufälligerweise weiß, kann ich das auch einfach in der Diagrammfläche einmal reinklicken und den Namen eintippen und dann sehe ich halt eine Vorschlagsliste von Blöcken, die dazu passen. Und ich will hier diesen Compare-to-Constant-Block. Dem kann ich ein
Wert hinterlegen, auf den geprüft wird. Kann ich verschiedene Operatoren draufpacken, ist gleich, ist ungleich, kleiner, gleich und so weiter. Und ich sage mal hier, ich möchte, dass wenn der Abstand nach vorne kleiner gleich 30 Zentimeter ist, dann möchte ich, dass eine Warnung erhoben wird. In dem Fall, der Block gibt einen boolschen Wert aus, true oder false, wird die Bedingung erfüllt oder nicht. Und habe damit schon jetzt im ganz simplen meine erste Abfrage, die das quasi wie eine Case, wie eine If-Anweisung oder If-Abfrage quasi kontrolliert. Ja, prüft hier also das Signal, geht hier rein, wenn es kleiner gleich 30 ist, dann gibt es ein True, solange es nicht kleiner gleich 30 ist, gibt es ein False. Im Bereich der Ausgabe muss ich das auch irgendwie ausgeben. Da gibt es gerade für den Anfang, wenn ich ein Modell entwickle, ja, die simpelste Möglichkeit ein Display. Packe ich hier mal rein. Die Signallinien müssen immer miteinander verbunden sein und habe hier schon mein erstes, ich gebe Informationen rein, ich verarbeite die Informationen und ich gebe das Ergebnis meiner Verarbeitung, auch wenn es jetzt sehr simpel ist, auf irgendeine Art und Weise aus. Jetzt muss ich noch zwei Sachen einstellen im Bereich der Modellkonfiguration. Zum einen voreingestellt ist, dass nach jetzt in dem Fall 10 Sekunden, wenn ich einen Schritt weiter von einer Sekunde habe, nach 10 Sekunden das Modell, wenn ich es ausführe, beendet wird, weil ich will jetzt gleich starten und die Funktion quasi simulieren lassen. 10 Sekunden ist mir ein bisschen wenig. Ich möchte, dass sie endlos läuft. Dafür nehmen wir Infinite und da wir später noch uns an die Hardware ran verbinden wollen, so denn mein WLAN hier funktioniert, brauchen wir noch eine feste Schrittlänge der Modellausführung. So, jetzt haben wir schon das erste Modell, alles noch auf Simulink-Basis und ich drücke jetzt einmal auf Play. Jetzt wird im Hintergrund in der Laufzeitumgebung wird Code generiert und dort ausgeführt und das ging jetzt hier schneller als erwartet. Ich sehe unten an dem Fortschrittsbalken, dass die Simulation läuft. Es werden keine Warnungen, keine Fehler angezeigt. Aber wie wir jetzt auch sehen, sehen wir jetzt nichts. Es ist jetzt nichts passiert. Liegt aber auch daran, dass einfach so wie jetzt hier der Abstand nach vorne sensiert wird oder künstlich eingestellt wird, wird die Bedingung hier vorne nicht erfüllt. Also wir haben den Abstand, der ist größer als 0,3. Dementsprechend kriegen wir ein False. Wenn ich jetzt aber den Abstand mal verändere und sage, wir sind bei 20 Zentimetern Abstand nach vorne, dann ist diese Bedingung ja, 20 Zentimeter ist kleiner gleich 30 Zentimeter, also ist diese Abfrage true und dementsprechend wird sie hier als 1 dargestellt. Das erstmal ganz simpel auf der Simulink-Ebene. Jetzt kann man hier aber schon die ersten weiteren Blöcke zeigen, auf die ich eingehen möchte. Zum einen bieten wir oder haben wir verschiedene Dashboard-Blöcke zur Auswahl, mit denen wir die Eingaben hier vereinfachen können und auch die Ausgaben verbessern können. Ich fange mal an mit der Ausgabe. Hier gibt es einen Block, der nennt sich Lamp, der das ganze Funktion oder das, was rauskommt hinten aus der Berechnung, auch grafisch visualisieren kann. Da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, aber ich möchte einfach heute ein paar Beispiele zeigen. Und der soll mir jetzt gleich in Rot oder Grün visualisieren, ob jetzt eine Warnung anliegt oder nicht. Das macht man relativ einfach. Ich muss diesen quasi einen Link, ich mache hier keine Signallinie, sondern ich kann jetzt ein Element auswählen und ihm sagen, auf welches Signal soll denn hier quasi grafisch reagiert werden. Das ist in dem Fall dieser Ausgang hier, wo berechnet wird, ob ein True oder False, ein 0 oder 1 anliegt. Darf nicht vergessen, es zu connecten und kann dann sagen, was passiert denn? Solange 0 ausgegeben wird, also die Bedingung nicht erfüllt ist, wir also ausreichend Abstand nach vorne haben, alles grün, das passt. Und dann möchte ich einen weiteren Wert. Zum Beispiel, wenn er 1 ist, dann möchte ich rot signalisiert bekommen, weil dann haben wir ja unseren Mindestabstand unterschritten und dann möchte ich, dass das auch rot dargestellt wird, so ein bisschen Ampelfarbenlogik. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also zurzeit wird der Abstand unterschritten, solange es rot, dann kann man sich denken, wenn ich jetzt wieder einen komfortablen Abstand eingebe, der nicht in unserer Komfortzone liegt quasi, dann ist da wieder ein grün. Ähnliche Elemente haben wir auch im Bereich der Eingabe. Da möchte ich auch mindestens einen zeigen. Das ist ein Slider. Ja, gehen wir nochmal hier auch über die Bibliothek rein, dass man nochmal das ganze Angebot sieht. Und ich möchte hier den Slider haben. Da können wir auch einfach reinziehen. Der sieht dann so aus. Und hier kann ich dann selber verschiedene Bereiche einfach während der Simulation anklicken und muss hier nicht immer doppelklicken und das eintippen, sondern kann das einfach hier dann über das Antippen von einem für so eine Range machen. Auch den muss ich kurz konfigurieren, muss ihm sagen, auf welchen Block soll er denn einen Einfluss haben. Das ist der hier. Muss ich auch wieder das Connect nicht vergessen. Kann ihm ungefähr eine Skala geben. Wenn wir sagen, wir sind im Meterbereich und ich sitze ja auch in der Nähe von der Kamera, die ich nachher noch anstecken will, sagen wir mal 0 bis 2 Meter ist so das Maximum. Also von 0 bis 2 Metern und wir machen hier 10 Zentimeter Schritte.
die ich das ändern kann, wobei die dann trotzdem auch feiner angezeigt werden, dann haben wir hier schon dieses Element im Modell. Ich führe mal wieder aus und jetzt können wir quasi die Werte durch Anklicken verschiedener Werte einfach schneller und komfortabler ändern. Ja, also kleiner gleich 30 cm rot oder wenn wir jetzt wieder einen sicheren Bereich, gehe ich mal auf 1,2 Meter, ist wieder cool. Bringt einfach ein bisschen mehr Usability in das Ganze. Schick aussehen soll es ja auch immer. Genau. Das jetzt an der Stelle für den Simulink. So, das wäre jetzt mal ein Weg mit Simulink. Wie gesagt, im echten, wenn man jetzt wirklich eine Abstandsfunktion modelliert, wie wir es jetzt auch in unseren Projektvorlesungen in der Wirtschaftsinformatik und auch mit den Verkehrssystemtechnikern machen, wird das schnell viel komplexer. Da gibt es eine Hierarchisierung, verschiedene Subsystemebenen, die man machen kann. Das wird dann eine ganze Tapete. Aber heute geht es noch nicht darum, die tiefen Funktionalitäten zu zeigen, sondern nur, welche verschiedenen Wege kann es geben. Ein weiterer Weg ist nämlich, wem vielleicht dieser Signalablauf planmäßige nicht so liegt. Es gibt auch Zustandsautomaten, sogenannte State Charts. Das ist eine weitere Toolbox, die heißt State Flow und diese baut auf Simulink auf. Also man braucht Simulink dafür und man kann diese State Charts dann auch kombinieren mit anderen Teilen eines normalen Simulink-Modells. Und das ist genau das, was wir jetzt mal machen. Ich ziehe mir ein sogenanntes Chart aus State Flow hier mit rein. Das ist also eine weitere Toolbox. Das sieht man auch, wenn man sich hier die Toolbox anguckt, gibt es auch noch eine State Flow, ein Eintrag mit verschiedenen Library-Blöcken, die ich hier nutzen kann. Genau. Und erstmal habe ich so ein leeres Chart. Sieht noch nicht so viel aus. Im Endeffekt ist das eine Möglichkeit, ich sag mal UML-mäßig, Funktionsverhalten zustandsbasiert zu modellieren und dieses dann aber auch in der Simulation zu verwenden und vor allem auch in der Simulation sehr schön zu sehen, in welchen Zuständen befinde ich mich denn gerade. Und das machen wir auch mal, also das gleiche Funktionsverhalten. Wir prüfen wieder auf den Abstand, der gemessen wird. Dafür zieht man sich einen ersten Chart, mit einem Initialstatus, in dem Fall hier durch den Pfeil dargestellt. Den ziehe ich mir in die Fläche rein, gebe dem einen Namen und kann dem jetzt sagen, was soll passieren, wenn sich die Funktion in diesem Zustand befindet. Das baut sich jetzt Stück für Stück auf. Ich muss ein bisschen vorweggreifen. Also ich sag mal, in diesem ersten Startzustand möchte ich, dass er keine Bremse aktiviert. Ich würde es jetzt einfach mal sagen oder einfach nennen, die Bremse soll 0 sein. Wenn er dann in einem anderen Zustand ist, dann möchte ich, dass er die Bremse aktiviert. Dass er sagt, er gibt als Ausgangssignal raus, die Bremse soll true, soll auf 1 gesetzt werden. Und was ich jetzt tun muss, ist, ich muss eine sogenannte Transition definieren, also einen Zustandsübergang. Unter welchen Bedingungen wechselt er denn von hier nach hier, also von 1 zu 2? Das mache ich hier einfach über einen Pfeil und den kann ich dann mit einer Bedingung versehen. Das macht man hier so ein Eck in Klammern und dort kann ich jetzt beispielsweise sagen, wenn der gemessene Abstand, um auch das Äquivalent zu machen wie in dem Simulink-Teil oben, wenn dieser Abstand kleiner gleich einem gewissen Mindestabstand ist, den definieren wir gleich noch, dann soll er von hier oben nach hier unten wechseln und dementsprechend einen anderen Wert nach außen geben. Das könnten auch ganz viele Werte sein, in dem Fall reicht uns aber einer. Aber ich habe jetzt hier gerade den Mindestabstand als eine Variable mit ins Spiel gebracht und das müssen wir dann dementsprechend hier auch noch im Modell erstmal ergänzen. Weil bisher habe ich einen festen Abstand hier hinterlegt, diese 30 cm und das ändern wir jetzt mal. Wir machen uns eine weitere Konstante. So, und die nenne ich jetzt auch Mindestabstand. Und hier, wenn wir ab jetzt den Mindestabstand quasi mitpflegen, den setze ich hier auf die 30 cm, wie wir ihn bisher schon hatten, muss jetzt aber diesen Block hier verändern, weil der hat keinen weiteren Eingang, weil dem konnte man das fest hinterlegen. Den brauchen wir jetzt aber nicht mehr, sondern hierfür nehmen wir jetzt einen relationalen Operator, Relational Operator, mit dem ich verschiedenste Abfragen machen kann, auch kleiner gleich, großer gleich, ist equal, ist nicht equal und so weiter. Und dem gebe ich jetzt quasi hier diese Bedingungen zu. Machen die noch ein bisschen schick. Ja. Haben jetzt oben wieder den gleichen Zustand wie vorher, nur etwas anders dargestellt. Ab jetzt habe ich aber auch hier den Mindestabstand als einen Eingangswert, den ich auch hier unten verwenden kann, sobald ich ihn entsprechend auch definiere. Weil alles, was ich hier in dem Stateflow-Chart an Variablen und Ein- und Ausgangswerten verwende, muss ich auch hier anmelden. Das kann ich entweder mit dem Data Explorer machen oder für die Faulen, wie ich bin, wenn ich einmal jetzt auf Ausführen drücke, meldet er mir diverse Fehler, dass Bremse nicht bekannt ist, Abstand nicht bekannt, Mindestabstand nicht bekannt und schlägt mir aber schon mit einer gewissen Intelligenz
die er einfach ableitet, schlägt er mir Lösungen vor. Ich habe jetzt also einmal Play gedrückt, er meckert und schlägt mir aber auch vor, er hat hier verschiedene Werte gefunden, zum Beispiel Abstand scheint ein Eingangswert zu sein, weil ich hier Variablenwerte miteinander vergleiche. Mindestabstand dementsprechend auch ein Eingangswert, Input. Und Bremse scheint ein Output, ein Ausgang zu sein, weil ich hier in den Zuständen verschiedene Werte für diesen Ausgang oder für diese Variable definiere. Sage ich also ja, richtig eingeschätzt, passt. Und wenn wir jetzt wieder gucken, sehen wir, dass er automatisch die entsprechenden Eingangs- und Ausgangsports quasi angelegt hat. Und jetzt kann ich dieses Chart auch mit den entsprechenden Eingangswerten verbinden. Wir können ja einfach an den Abstandswerten dran. Und den Mindestabstand, den können wir uns auch einfach holen. Und bei der Bremse visualisieren wir das mal auch einfach über ein Display, rechte Maustaste, kopieren wir mal schnell. Und dann gucken wir uns an, was passiert. Also im ersten Fall fange ich aber mal an mit, ja, passt, mit einem ausreichenden Wert. Genau, so, auch gut gucken. So, also wir sehen zwei Sachen. Zum einen, wir sehen jetzt, in welchem Zustand sich das Chart befindet zur Laufzeit. Das ist ein sehr netter Effekt, um quasi auch zu gucken, ob das Funktionsverhalten in allen möglichen Fällen auch dem entspricht, was wir uns gedacht haben. Weil man nennt diese Modelle auch gerne ausführbare Spezifikationen. Also, dass man sagt, das hier ist quasi, was ich hier modelliere, ist vielleicht nicht der Code, der generiert wird, der dann auch auf einem Steuergerät oder auf einem Computer landet, sondern das ist quasi Code, den sich dann der Softwareentwickler, der Zulieferer, der vielleicht Seriencode entwickelt, hernehmen kann als ausführbare Spezifikation. Na, da gibt es verschiedene Zwischenschritte. Bei Audio und VW, wo ich das Ganze in meiner beruflichen Zeit vor der TH gelernt habe, war das quasi mehr so ein Thema für Lastenheft, ausführbare Spezifikation oder prototypische Versuche in Fahrzeugen, aber der echte Seriencode wurde dann anhand der Modelle nachprogrammiert. So, wir sehen was anderes. Wir sehen, die Connection ist broken. Da ich hier Veränderungen an diesem Block vorgenommen habe, hat er jetzt kurz die Verbindung zwischen unserem Lamp und diesem Ausgang verloren. Deswegen muss ich das nochmal neu setzen. Das übersieht man immer gerne. Von daher einmal nochmal aktivieren, dann ist er auch wieder da. Und dann drücken wir nochmal Play. Und mache jetzt mal Folgendes. Wir sehen, alles grün, der Mindestabstand ist nicht unterschritten, aber ich gehe jetzt mal auf irgendwie 0,2 Meter, also 20 Zentimeter zurück. Wir sehen, aha, Mindestabstand ist unterschritten, Funktion geht noch, wir kriegen eine rote Lampe. Auch hier aus dem State Chart kriegen wir eine 1, also eine Warnung wird erhoben, Mindestabstand ist unterschritten. Wenn wir den jetzt wieder erhöhen, auf komfortable 1,2 Meter Platz nach vorne, sehen wir, die Warnung ist weg, wir haben wieder grün, freie Fahrt. Aber wir sehen im State Chart haben wir immer noch eine Warnung. Wir hängen immer noch hier unten in dem Zustand, der da sagt, bitte eine Bremsung auslösen. Das liegt einfach daran, dass wir, das ist ein ganz häufig gemachter Fehler und genau dafür sind solche Modelle sehr, sehr gut, um sowas auch festzustellen und zu sehen. Wir haben ihm zwar eine Transition gegeben, wie kommt er von dem ursprünglichen Zustand in dem, wo er eine Bremse auslösen soll. Wir haben aber keinen Rückweg festgelegt. Das heißt, wenn er einmal in diesem Zustand drin hängt, bleibt er da. Das ist sehr schön, wenn man eine Hysterese oder ähnliches modellieren will. Wenn man aber eine Funktion haben, die halt auch Wechselwirkungen hat und die Zustände auch hin und her toggeln können, dann muss ich das anders modellieren. Dementsprechend muss ich auch den Rückweg festlegen. Der Rückweg könnte auch in einen anderen Chart führen. Also ich muss nicht immer in den ursprünglichen Chart zurück. Da bauen sich dann ganz schnell komplette Netze auf. Aber wenigstens für unser Beispiel, für unsere simple Funktion, die halt Warnung erheben, aber auch wieder wegnehmen kann, müssen wir auch den Rückweg definieren. Und da sagen wir dann einfach, wenn der Abstand wieder größer dem Mindestabstand ist, alles pseudocode-mäßig Mindestabstand, dann darf er auch wieder zurückgehen. So, dann testen wir das. Wir sind wieder im Ursprung. Wir haben 1,2 Meter nach vorne Platz. Alles ist grün. Wir unterschreiten mal unseren gesetzten Mindestabstand. Wir kriegen unsere Warnung hier im Simulink. Wir kriegen die Warnung hier unten im State Chart. Wir gehen wieder auf komfortable 90 Zentimeter zurück, alles ist wieder grün und hier oben wechseln wir auch wieder in den oberen Zustand, alles wieder gut. Ja. Das ist jetzt quasi nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben oben, wie modelliere ich das in Simulink? Wir haben hier unten, wie modelliere ich das in Stateflow? Man sieht schon, ich kann in einem Modell auch verschiedene Philosophien quasi miteinander verbinden. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten, der ganz häufig angefragt wird. Auch wenn wir das hier benutzen, um eine grafische Abstraktion zu haben und nicht unbedingt programmieren zu müssen, geht es natürlich trotzdem für diejenigen, die sagen, ich programmiere aber lieber oder ich habe hier gewisse Funktion Teile des Modells, die ich einfach nicht hier dargestellt kriege oder es ist mir zu komplex oder ich weiß nicht, wie es geht, habe ich immer noch die Möglichkeit auch
direkt C, C++ Code mit einzubetten und den hier auch quasi zu erstellen. Dafür gibt es unter anderem den S-Function Builder, heißt der. Und diese S-Functions, dort kann ich entweder Code, der schon irgendwo vorliegt, einbetten, oder ich kann ihn direkt mit diesem Builder, kann ich ihn selber erstellen, kriege ich so ein kleines Entwicklungsframework quasi zur Verfügung gestellt, wenn ich hier Doppelklick drauf mache, mit ein bisschen Syntax-Highlighting und ähnlichem. Ist eigentlich auch relativ einfach, ich muss dem auch einen Namen geben. Habe jetzt mal den Anspruch, nicht zu viele Rechtschreibfehler zu machen. Kann dann sagen, welche Ein- und Ausgangsblöcke soll es hier geben, Ein- und Ausgabewerte quasi. Dann nehmen wir zum einen, wie wir es oben schon hatten, kennen wir jetzt schon, den Abstand soll ein Eingang sein, das Bremsen, alles klein geschrieben ist jetzt mal okay, das soll ein Ausgabewert sein und ich brauche noch einen zweiten Eingabewert, unseren Mindestabstand, das haben wir jetzt ja überall so gemacht, dass wir hier wirklich immer nur an einer Stelle ändern müssen und möglichst flexibel sind. Das sind also zwei Eingabewerte, zwei Ausgabewerte. Das verändert sich dann hier auch in dieser Funktion Abstand, Mindestabstand und Bremse. Und hier drin kann ich jetzt quasi mit Code arbeiten. Mache mal eine einfache If-Frage. Wenn Abstand kleiner gleich, wobei ich hier eine Besonderheit habe, muss das so formulieren, das erste Element im Array zugreifen. Abstand kleiner gleich Mindestabstand. Dann Bremse aktiv, ansonsten Bremse 0. Mindestabstand, kurz gucken, irgendwelche Schreibfehler. Man sieht ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann kombinieren wir hier kurz. Dann kombinieren wir das. Die entsprechenden Source-Dateien sind erstellt. Speichern wir das und dann sehen wir schon, dass diese S-Function etwas anders aussieht. Wir haben jetzt zwei Eingangswerte und eine Ausgabewert, so wie wir es kennen, und wir machen nach dem gleichen Verfahren. Wir holen uns den Abstand und wir holen uns den Mindestabstand. Und als Ausgabe gucken wir uns das auch erstmal wieder vergleichend an, ob das auch wirklich so funktioniert. Schauen nach etwaigen Fehlermeldungen, läuft durch, keine Warnung, sehr schön. Und sehen jetzt erstmal rein visuell Warnung, Warnung, Warnung. Simulink State Flow. Sind sich da alle einig? Dann nehmen wir den Abstand wieder etwas höher. Dass man auch was sieht. Ja, 1,1. Und keine Warnung, keine Warnung, keine Warnung. Also Funktionsverhalten an sich funktioniert. S-Function funktioniert also in den sehr simplen, aber in dem Rahmen, den wir jetzt hier definiert haben. So, jetzt kommen wir auch genau, das wäre sowieso ein Thema gewesen, zu der Frage, wie bringe ich das jetzt zusammen? Ich will hier nicht einen Ausgabewert über drei verschiedene Wege bespielen. So, war ein bisschen Platz. Sondern bauen jetzt hier einen sogenannten Multiport-Switch ein, der uns genau so eine Operation erlaubt. Hier kommt jetzt der Vorteil von diesen Areas auch mal zum Tragen. Alle Elemente, die in so einem Areal enthalten sind, werden beim Bewegen automatisch mit verschoben, muss ich also vorher nicht markieren. Das ist so ein Vorteil davon. Wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf und nehmen den sogenannten Multiport. Es gibt ganz viele verschiedene Schaltervarianten dieser Multiport-Switch. Sieht folgendermaßen aus. Ich habe quasi ein Schwellenwertsignal, ein Steuerungssignal, was hier oben reingeht. Und je nachdem, was ich hier reingebe, kann ich halt steuern, wenn es eine 1, 2, 3 ist, welcher dieser Eingänge quasi dann geschaltet wird. Gibt es verschiedenste Varianten, können auch verschiedene Werte sein, die ich da nehme. Wir nehmen jetzt mal den. Um jetzt auch steuern zu können, brauche ich wieder quasi einen Auswahlwert, wo ich 1, 2 oder 3 als Algo-Weg, wenn wir sagen, Simulink ist 1, Stateflow ist 2 und die S-Function ist 3. Nehmen wir hier mal eine weitere Konstante dazu. Das ist für uns unsere Algo-Variante zum Durchschalten. So. Und das ist schon mal unser Steuerungssignal. So. Dann nehmen wir die verschiedenen Ausgänge unserer Berechnung und fügen die hier mit an. Verbinde noch ihn,
schauen hier nochmal drauf, dass unsere Lamp, die ist jetzt hier noch auf den Algo-1-Weg quasi gemappt. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier auf den Ausgang drauf. Also ändern wir kurz die Quelle. Sind da auch wieder verbunden. Und müssen jetzt, Simulink ist sehr lange, sag ich mal, sehr human, was Datentypen und Mischung von Datentypen angeht. Das geht aber nur ein Stück weit und irgendwann fliegt dann das alles um die Ohren. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt hier kommt ein boolescher Wert raus und das hier sind normalerweise Doppelwerte, die hier rauskommen. Dementsprechend, damit kommt da manchmal klar, manchmal nicht. Gehen wir einfach auf Nummer sicher, bringen das alles auf einen Datentypen, alles auf Bool. Und dafür gibt es den Block Data Type Conversion, der relativ simpel funktioniert. Den kann ich nehmen, kann ihm sagen, was soll der gewünschte Ausgangsdatentyp sein. In dem Fall nehme ich hier Bool und kann diesen Wert quasi, diesen Block einfach auf Signale dazu tun, dazwischen packen und habe damit dann eine Datentyp-Konvertierung, die dann manchmal sinnvoll ist. Dann schauen wir mal, ob er noch was zu meckern hat. Hat er erstmal nicht. Wir sehen jetzt erstmal nicht viel. Also ich bin auf der Algo-Variante 1, könnte jetzt hier umschalten, 2. Wir sehen, hier hinten kommt immer grün raus. Der Effekt wird klarer, wenn ich jetzt einfach mal ein Algo zerstöre. Und wir jetzt auch mal tatsächlich eine Warnung provozieren. Da war ich extra den Slider, sagen wir 0,1. Wir haben eine Warnung provoziert, wir haben den Mindestabstand unterschritten, aber er zeigt weiter grün. Was daran liegt, wir sind auf Algo-Variante 2, das ist unser State-Chart, dass der gar nicht mehr da ist. Jetzt ist die Hoffnung, dass wenn ich auf den ersten Algo ausweiche, dass dann wieder die Funktion da ist. Ja, er geht jetzt wieder den Simulink-Pfad und dementsprechend erhebt er auch die Warnung. Ja. Ganz kleines Proof of Concept. Wir wollen den Block aber nicht verlieren, von daher hole ich mir den wieder. Und kann somit hier hoffentlich jetzt auch, Christian, deine Frage ein Stück weit beantworten. Wenigstens einen Weg davon. Ja, wunderbar. Also ein sehr kontrolliertes Zusammenführen. Ich hätte mir jetzt so rein optisch noch gewünscht, dass dieser Schalter da in diesem Multilink-Switch oder wie das da heißt, dann noch da umschlägt, je nachdem, ob ich 1, 2 oder 3 habe, aber das ist wahrscheinlich dann die Tür. Ja. Das Gleiche habe ich mir auch schon gewünscht, weil es gibt einen anderen Switch, den ich jetzt auch noch zeige, den Manual Switch, und da zeigt das tatsächlich an. Also ich weiß gar nicht, warum er das hier nicht macht. Das wäre jetzt auch kein Hexenwerk gewesen. Vielleicht kommt das irgendwann mal in einem Update. Genau, weil wir brauchen gleich noch einen anderen Switch. Wenn wir uns nämlich jetzt aus den reinen simulativen Daten quasi von denen ein bisschen lösen und wirklich die große Stärke, die wir auch bei uns in der Assistenzsystementwicklung nutzen, wirklich auch mit unserer Hardware interagieren. Und dafür muss ich ganz kurz die Hardware nochmal ein, zwei Folien zeigen, dass das klar wird, was ich damit meine. Nächster Schritt ist quasi wirklich zu sagen, wir nehmen unsere Eingangswerte, die wir haben, und ersetzen einige davon mit echten, realen Daten von einer Hardware. Wie vorhin erzählt, wir reden hier von Fahrzeugen im 1 zu 14 Maßstab in unseren Wildau Maschinenwerken. Das sind solche Trikes, das können aber auch Trucks sein. Und dazu muss ich ganz kurz einmal darauf abheben, wie die Architektur hier auf diesen Fahrzeugen aussieht. Man sieht hier unsere Fahrzeugflotte, Trucks, kleinere Trikes, aber auch Infrastruktur, zum Beispiel Ampelanlagen. Da drauf laufen oder sind installiert Raspberry Pi, Odoids oder jetzt in der neuesten Generation auch Nvidia Nano Jetson. Das ist ein sehr starker Einplatinenrechner, der auch eine eigene GPU hat, mit der man dann auch Richtung KI GPU-basiertes Ausführen machen kann. Das ist so das Neueste, was wir gerade ausprobieren und in vielen Fahrzeugen schon drin haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig für uns ist, wir benutzen hier das sogenannte ROS, das Robotic Operating System. Das ist immer mehr im Kommen, ist ein Open Source Framework, was aber auch beispielsweise bei Audi und VW nicht nur auf Brettaufbauten und Prüfständen verwendet wird, sondern auch immer mehr Einzug in die prototypische Entwicklung findet. Und dieses ROS ist quasi eine sehr smarte Möglichkeit, um Sensoren und Aktoren miteinander zu verbinden. Wenn es einfach darum geht, sehr leichtgewichtig Informationen und Daten auszutauschen. ROS ist da so ein bisschen wie ein Social Media Tool. Ich kann Daten publishen oder ich kann Daten, die mich interessieren, subscriben. Also in unserem Beispiel, wenn wir eine Kamera haben und diese Kamera ist am ROS angeschlossen und das ROS läuft auf so einem Fahrzeug als eigenes kleines ROS-Netzwerk, dann publisht die Kamera sogenannte Topics, ja, also Themen, mit ihren eigenen Kameradaten. Also zum Beispiel, was sieht bei der 3D-Kamera, was sieht die linke Kamera als ein Topic, was sieht die rechte Kamera als ein Topic, was sind die tiefen Informationen, ist ein anderes Topic. Also publish quasi in das ROS-Netzwerk seine ganze Information. Und wenn es beispielsweise eine Funktion gibt, wie unsere Simulink-Funktion hier, die auf diese Daten angewiesen ist, also quasi darauf horcht,
dann kann die diese Topics subscriben. Ja, er sagt also, ich abonniere die, ich interessiere mich für die Kamerainformation, und wenn die Funktion dann wieder für sich berechnet, so wie wir es getan haben, irgendwas ist passiert, ein Mindestabstand ist unterschritten, dann kann die Funktion wieder ins ROS-Netzwerk publishen, dass bitte gebremst werden soll. Gleichzeitig gibt es irgendwo einen Knoten, eine Node, die lauscht darauf, ob irgendjemand quasi ruft, publish, bremsen. Das hat diese Funktion subscribed und fängt an, auf dem Aktor eine Bremse auszulösen. Also entweder den Motor stromlos zu machen oder aktiv eine Bremse anzusteuern, was auch immer auf dem Fahrzeug gegeben ist. Und mit diesem ja, Publisher-Subscribe-Prinzip kann ich sehr, sehr einfach Daten austauschen und Funktionen modellieren. Das läuft hier quasi drauf. Und in der Ebene darüber befinden wir uns mit unserem Single-Link State Flow, dass wir quasi uns an dieses ROS-Netzwerk in verschiedenen Fahrzeugen andocken können und können in Interaktionen in Wechselwirkung treten. Wir können selber in Simulink Daten subscriben, können Funktionen modellieren und können aber auch wieder in das Netzwerk zurück publishen. Und am Ende des Tages kann man dann auch das Simulink komplett oder MATLAB als komplette Toolkette auch rausnehmen, indem man quasi Seriencode, nicht Seriencode, Quatsch, prototypischen Code generiert auf das Fahrzeug herunter, und dann kann man Simulink ausmachen und die Funktion läuft standalone im Fahrzeug. Wenn ich quasi der Meinung bin, mein Simulink-Modell ist so weit, dass es jetzt testreif ist, dann kompiliere ich das alles runter, mache Simulink aus. Performance wird auch ein bisschen besser, wenn ein Teilnehmer in der Kommunikation dann raus ist, und dann passt das. Und als letztes noch, ist jetzt hierfür noch nicht ganz interessant, auf oberster Ebene wird das alles noch in sogenannten Node-RED-Dashboards im Browser visualisiert, wo quasi alle Fahrzeuge, die sich im BMW-Netzwerk befinden und online sind, ihre ganzen Funktionen hochpublishen. Das wird hier alles hochgereicht. Und ich habe verschiedene Dashboards, wo ich alle Topics anzeigen lassen kann, die auch in dem ROS-Netzwerk laufen. Habe auch OpenStreetMap-Übersichtskarten, wo ich dann sehe, wo überall diese aktiv sind, wenn GPS aktiv ist und so weiter. Aber das ist jetzt nicht ganz so der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte nur die Funktionsweise an sich erklären. Was ich jetzt hier neben mir zu stehen habe, ist nicht ganz das Fahrzeug. Deswegen kurzer Blick drauf. Was hier neben mir steht, ist so ein Aufbau, weil alle unsere Trucks und Trikes sind jetzt aufgrund Corona-Semester bei den Studierenden zu Hause, und wir haben quasi eine sehr verteilte Entwicklung gehabt. Deswegen habe ich mir mit einzelnen Bauteilen und Lego, was ich meinen Kindern geklaut habe, einen kleinen Aufbau nochmal gemacht. Was wir jetzt hier in der Demonstration haben, ist vor allem diese Z2-Kamera, die sehr mächtig ist. Das ist eine 3D-Kamera, zwei Okulare, kann mit einer Vorverarbeitung auch Tiefeninformationen geben, also nicht nur welche Farbe hat ein Pixel, sondern auch wie viel Zentimeter ist das Pixel entfernt. Das ist sehr wichtig dann für etwas komplexere Farbfunktionen. Darüber befindet sich ein Laserscanner, der dreht sich, ich glaube, viermal pro Sekunde und hat 1440 Messpunkte. Also die 360 Grad des Kreises sind auf 1440 Messstellen aufgeteilt, und jede dieser 1440 Teilwinkel gibt mir genau zurück, wie viel Zentimeter entfernt wurde etwas gemessen. Und darüber kann man Punktwolken generieren lassen in Echtzeit und das dann auch eine Funktion zur Weiterverarbeitung geben. Und was wir im Hintergrund sehen, ist der Nvidia Jetson Nano, der das quasi alles verarbeitet. Auf dem läuft das ROS, und mit dem möchte ich mich jetzt auch verbinden. Ja, steht ja also quasi 1,5 Meter von mir entfernt, und jetzt versuchen wir, diesen Aufbau mit in unser Simulink mit einzuweben. Und dafür benutze ich jetzt die dritte Toolbox, die wir heute ansprechen, die Robotic Operating System Toolbox, und die liefert mir weitere Blöcke, wie zum Beispiel ein Block, um Dinge zu subscriben. Das war das, was ich eben beschrieben habe. Dass wir also auf ein gewisses Topic lauschen wollen. Dafür gehe ich auf den Block mal drauf. Der ist hier schon vorkonfiguriert auf die IP-Adresse hier in meinem Heimnetzwerk. Und wir gucken mal, also zumindest finden tut er schon. Das ist schon mal nicht schlecht, spricht für meinen Router. Aber ob da dann wirklich Daten rüber gesendet werden, das ist nachher ein bisschen Glückssache. Jetzt wähle ich ein Topic aus. Davon gibt es sehr, sehr viele. Also allein diese Z2-Kamera hat sehr viel zu erzählen. Gleichzeitig, das hier ist ein Topic von dem Laserscanner. Alles andere mit Z2 davor ist alles von der Kamera. Und hier gibt es einen sehr interessanten Wert. Und das ist einer, den wir selber mit reinprogrammiert haben in die Vorverarbeitung. Hier wird mir von einem, oder anders, es ist auf der Z2-Kamera läuft eine KI-gesteuerte Objekterkennung mit TensorFlow, die üblicherweise, wenn die Lichtverhältnisse hier passen, mich jetzt erkennt. Und quasi von mir als dem nächstgelegenen Objekt, entweder Personen oder Fahrzeuge, werden erkannt, die X, Y und Z-Koordinate zurückgibt. Und uns interessiert jetzt mal wirklich die Entfernung in der X-Richtung. Wie weit sitze ich von dem weg? Wähle ich hier aus. Und muss mir dann das Signal, was da rauskommt, da kommt eine Message raus. ROS kommuniziert mit sogenannten Messages. Da gibt es verschiedene Nachrichtentypen, und in diesen Nachrichten können verschieden viele Signale zusammengebunden sein.
Und auch wenn nur ein Signal verwendet wird, in dem Fall der Abstand in X-Richtung, ist es trotzdem eine Message und die muss ich quasi aufspeisen, muss ich aufspalten. Und dafür gibt es den sogenannten Bus-Selector-Block. Das ist der hier. Muss man nur erwischen. So. Und in dem kann ich dann spezifizieren, welche Daten, die in dem Bus quasi oder in dem Nachrichtentyp enthalten sind, in dem Fall ist es nur einer, Data, welche von denen möchte ich jetzt auch tatsächlich weiterverarbeiten. Je nachdem, wie viele ich hier auswähle, würden jetzt verschieden viele Ausgänge auch hier erschaffen werden quasi. Jetzt ist es nur einer. Und um Warnungen auch zu vermeiden, weil ich da oben den is new, den nutzen wir nicht, kann man auch Ausgänge, die man nicht verwendet, kann man auch quasi definiert schließen, dann kriegt man auch keine Warnung, dass hier irgendwelche Ausgänge noch rumwabern und habe damit diesen Block drin. Jetzt gucken wir uns den erstmal an, was der liefert. Jetzt kommt der Teil, ich drücke jetzt auf Play. Wir können hier einen neuen Block schon mal mit einfügen, dass wenn es dann funktioniert, wir auch den Abstand schön simuliert oder visualisiert bekommen. Und dafür eignet sich zum Beispiel dieses hier sehr, sehr gut. Das zeigt uns visuell auch sehr schön einen Abstandswert an oder überhaupt einen Wert, in dem Fall unseren Abstand nach vorne. Das konfigurieren wir wieder genauso wie vorher auch diesen Slider hier unten. Wir sagen ihm, welcher Ausgang oder welches Signal uns interessiert. Wir sind hier immer noch im Bereich von 0 bis 2 Metern. Und das soll schon gewesen sein. Und sobald sich der rote hier bewegt, wissen wir, dass die Daten endlich übertragen werden. Jetzt, ah, super. Okay, jetzt zeigt sich auch ein Wert dann. Also wie gesagt, das ist einfach Durchhalten angesagt. Wir sind bei 1,4 Metern und wenn ich jetzt wieder anfange, hin und her zu schwenken, sehe ich das hier sehr schön. Ich würde auch, weil wir es vorhin jetzt kurz hatten, ganz kurz die Gelegenheit nutzen und das mit dem Scope nochmal zeigen. Wenn man wirklich die Daten sehr genau braucht und Dinge über längere Zeit beobachten will, dann kann man das hier mit so einem Scope machen. Hier sieht man auch, wie sich das Signal quasi verändert. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Gerade auch wenn ich mehrere Signale habe, kann das sehr gut sein, um dann vergleichende Muster und Ähnliches dann zu erkennen. Das nur mal am Rande. Nehmen wir auch wieder raus. Gut, jetzt haben wir den Wert in der Simulation. Freut mich ja schon mal sehr. Jetzt können wir quasi diesen X-Wert mit unserem vorhin künstlichen Abstandswert ersetzen. Und dafür kommen wir jetzt zurück zu dem vorhin schon mal erwähnten manuellen Switch. Der sieht so hier aus. Den schalte ich tatsächlich, auch kann ich zur Laufzeit selber durch Doppelklick einfach hin und her schalten. Welcher Eingang soll jetzt gerade der sein, der aktiv ist? Und hier, Christian, wird es auch so dann auch visualisiert. Dementsprechend könnte man das hier hinten auch irgendwann mal machen. So, ein Eingang ist mal unser realer X-Wert, den wir jetzt haben, der nach vorne gemessene Abstand, nämlich in dem Fall von der Objekterkennung, wie weit sitze ich weg. Und dann nehmen wir als weiteren Wert den Abstand, wobei ich hier erstmal quasi unsere ganzen aufgeteilten Signallinien als Ausgang wieder rannehme, damit wir diese ganzen Knoten nicht verlieren und jetzt hier diesen zweiten hiermit verbinde. Genau. So, und jetzt kann ich quasi hin und her schalten. Wir sehen, der obere Ausgang ist hier gerade, wird hier durchgesteuert. Und wenn ich jetzt hier Doppelklick mache, dann nimmt er den unteren, der ja hier noch auf 0,1 gestellt war. Ich stelle ihn mal jetzt irgendwie ganz hoch auf 2 Meter. Das ist unser künstlicher Abstand. Dann sagt er uns, ist auch keine Warnung, ist nicht nötig. Und genau, bei ihm auch nicht, weil er auch sehr hoch ist. Wir können ja sowieso jetzt mal den Abstandswert anpassen. Wir warten 1,4 Meter, dann können wir jetzt. Gut, dass wir das an einer Stelle mal definiert haben, brauchen wir es nicht überall ändern. Gehen wir auf 1,3 Meter. Auch noch alles grün. Und wenn ich mich jetzt zurücklehne, sollte er ja wieder auf rot. Na, Warnung wird erhoben. Na, Warnung wird erhoben. Ich lehne mich wieder nach vorne. Alles wieder gut. So, jetzt haben wir uns aus der realen Hardware Sensorinformationen geholt, simulieren die hier und wollen jetzt aber vielleicht auch wirklich Einfluss nehmen auf Topics, die auf der Hardware laufen. Und deswegen möchte ich jetzt noch den zweiten Weg zeigen. Wir haben jetzt Subscribed. Jetzt wollen wir auch einen Wert publishen. Und das ist auch relativ einfach gemacht. Sind auch immer dieselben Blöcke, die man braucht. Zum einen relativ naheliegend, wir nehmen einen Publisher-Block. Und dem sagen wir jetzt, wir möchten ein eigenes neues Topic generieren. Also wir können entweder auf vorhandene Topics
quasi Werte auslösen. Ich kriege ja alle Topics angezeigt, die es da gibt. Aber wir machen es jetzt mal so, wir nehmen einen neuen Wert, ein neues Topic, das nennen wir Bremsen. Müssen ihm noch einen Message-Type hinterlegen. Dann nehmen wir klassischerweise Bool. So, damit haben wir quasi die Schnittstelle zur Hardware geschaffen und müssen jetzt aber noch zum einen einen Nachrichtentyp definieren. Das ist die sogenannte Blank Message. Dort macht man quasi die Hülle. Hier wird der Nachrichtentyp definiert, auch wenn er eben doppelt da drin auch nochmal definiert war. Das ist einfach vielleicht nicht ganz super elegant gelöst von dieser Toolbox, aber um es funktionierend hinzubekommen, muss man das so tun. Ja, haben wir also quasi den leeren Nachrichtentyp und jetzt müssen wir das Ganze noch mit Daten füllen und dafür gibt es dann den umgekehrten Block. Hier haben wir die Message auseinandergenommen mit dem Busselektor und mit Bus Assignment führt man einen Bus wieder zusammen. Zum einen Nachrichtentyp des Busses, als auch was eigentlich der Inhalt des Busses sein soll und da greifen wir hier unsere berechnete Warnungserhebung ab. Ja, ein bisschen hübscher gewesen und geben das dann hier raus, gucken, ob wir irgendwo, wenn wir auf Play drücken, irgendwelche Datentyp-Probleme haben oder ganz andere Probleme. Achso, ja, genau, wird gerne vergessen. Auch hierfür ist das immer sehr, sehr gut. Ich muss auch hier drin nochmal wirklich ihm klar machen, von vielen möglichen Daten, die da vielleicht ankommen, welche davon sollen wirklich in die Message, in den Bus übernommen werden. Ist jetzt nochmal klargestellt. Und so, damit läuft das. Unser Modell funktioniert noch abstandsmäßig. Ich gehe wieder vor und zurück so ein bisschen, wird unsere Warnung erhoben. Jetzt können wir wieder runtergucken auf die Hardware, auf der unser ROS-Netzwerk läuft und lauschen mal auf das neue Signal, was jetzt da soll. Ich habe das Topic ja Bremsen genannt. Und solange wie das Modell läuft, sollte es dieses Topic auch geben. Da kommt's. Es wird keine Warnung erhoben, false. Ich bin auch wieder vorgelehnt und jetzt lehne ich mich mal wieder zurück in der Hoffnung, dass er dann true anzeigt. Macht er, also er erhebt die Warnung und ändert entsprechend das Topic. Oder ich lehne mich wieder nach vorne und es wird keine Warnung erhoben. Und live quasi auf der Hardware ist das auch zu sehen. Gut, die ersten verabschieden sich schon, wer raus muss. Ich bin wahrscheinlich genau am Ende der Zeit angekommen, habe trotzdem 15 Minuten zu viel gesprochen, tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich wollte auch nur noch eine Sache zeigen in meinem Ablaufplan. Dass man jetzt schon sieht, dass das Modell nicht mehr so wirklich übersichtlich aussieht. Dafür gibt es neben diesen Arealen, diesen Areas, gibt es auch noch die Möglichkeit, Bereiche zu markieren. Wenn ich zum Beispiel sage, das hier ist jetzt alles mein Bereich der, den hier wollen wir aber nicht, das hier ist alles mein Bereich der Verarbeitung, dann kann ich das hierarchisieren durch sogenannte Subsysteme, die ich ineinander verschachteln kann. Und wenn ich das jetzt alles markiere und sage, lege ein Subsystem an, dann wird das alles in ein ja, Subsystem reingepackt, wo ich quasi dann reingehen kann und so über eine Hierarchie beliebig viele Subsysteme miteinander verschachteln kann und dann in den Leveln quasi einfach hoch und runter gehe und damit etwas mehr Ordnung und Sauberkeit in mein Modell bekomme. Genau. Das, in Anbetracht der Zeit, eigentlich hätte ich noch ein paar andere Sachen, die ich zeigen wollte, ist egal, aber von der Simulink Stateflow und S-Function-Geschichte ist das jetzt, denke ich, erstmal rund. Wir werden noch viele weitere solche Vorführungen haben. Von daher erstmal vielen Dank fürs Durchhalten und Zuhören. Ich mache jetzt an der Stelle mal das Video aus und